Wenn wir das Wachstum eines Baumes betrachten, dann stellen wir fest, dass er ähnlich wie der Mensch in der Pubertät eine Phase des stärksten Wachstums erlebt. In dieser Zeit, die je nach Baumart und Umgebungsbedingungen circa zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr eines Baumes liegt, bindet dieser Baum pro Tag bis zu 100 Gramm Kohlendioxid. Er spaltet diese Moleküle auf und baut den abgespaltenen Kohlenstoff, also gerade einmal 27% der aufgenommenen Gasmenge, der korrekte Umrechnungsfaktor ist 1 durch 3,667, in seine Baumsubstanz ein. Gerade einmal 27 Gramm ist die Menge, von der wir hier sprechen, pro Tag, in den Zeiten des stärksten Wachstums. Uns ist klar, wie wichtig der Beitrag eines jeden einzelnen Baumes ist. Uns wird aber angesichts dieser Zahlen auch klar, wie klein der Beitrag des einzelnen Baumes ist.